Ja. Ist es nicht so süß, dass man es wirklich am liebsten? Hoppla! Für immer behalten möchte? Apropos Kinder, unsere heutige ekelhafte Episode könnte den Untertitel haben: Geschichten aus der Wiege. Ja, Horrorfreaks, heute habe ich für euch ein regelrechtes Familiendrama. Es geht um die bescheidenen Anfänge meines Lieblingshorrorstars. Also ruft den Babysitter und haltet eure Kotzbeutel bereit, wenn ich jetzt diese kranke Kurzgeschichte erzähle, die einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Ich nenne die Story Ein Kind der Liebe. Publikum, meine Damen, meine Herren, kommen Sie und machen Sie sich auf ein atemberaubendes Erlebnis gefasst. Bewundern Sie mit ehrfürchtigem Erstaunen die unglaublichste Ausstellung von Missgeburten, die je unter einem Dach zu sehen war. Sehen Sie die Ergebnisse von Gottes manchmal etwas merkwürdigem Humor. Überzeugen Sie sich mit eigenen Augen von den folgenschweren Fehlern, Verirrungen und Launen, die sich Mutter Natur leistet. Werden Sie Zeuge davon, wenn Sie Mut haben, was das Ergebnis höchst unnatürlicher Inzucht ist. Mensch oder Monstrum, abstoßend oder bemitleidenswert, urteilen Sie selbst darüber. Sehen Sie Fanny, die dicke Frau, über 450 Pfund, schwerfällige Schönheit. Besuchen Sie die Littles, eine Familie, die so klein ist, dass sie in einem Schuhkarton lebt. Erschaudern Sie vor dem beklemmenden Knochengesicht, einem lebenden, menschlichen Skelett. Und schließlich unsere Hauptattraktion, der verblüffende Enoch. Ein Anblick, der so bizarr ist, dass man dieses Wesen unbedingt mit eigenen Augen gesehen haben muss, um es zu glauben. Also, meine hochverehrten Damen und Herren, bitte treten Sie näher, folgen Sie mir. Nur bescheidene 10 Cent. Einen Zehntel Dollar kostet der Eintritt. Bestens angelegt für diese einmalige Ausstellung. Bitte hier entlang, Vorsicht, Stufen. Nicht drängeln, wir haben genug Platz für alle. Und wir werden unsere Vorstellung so lange wiederholen, bis jeder Mann, jede Frau und jedes Kind dieses hochinteressante, lehrreiche Ereignis genossen hat. Nur Mut, mein Herr, treten Sie näher. Sehen Sie sich diese fantastische Galerie von Missgeburten an. Enoch! Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren, bitte treten Sie näher. Wir präsentieren Ihnen eine Weltsensation. Was fällt dir ein? Bist du wieder unartig? Hörst du? Unartig? Komm her, steh auf, komm! Komm! Möchte ich Ihnen vorstellen, Fanny, das fette Fräulein! Rein mit dir! Erstaunen Sie die Familie, die so klein ist, dass sie in einem Schuhkarton wohnt! Frag das ja nicht wieder! Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, die Littles! Oh. Wie bist du hier rausgekommen? Sag schon! Wie bist du hier rausgekommen? Die Hauptattraktion in Philis fantastischer Missgeburtenausstellung. Die ungewöhnlichste und erschreckendste Kuriosität, die jemals irgendwo in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Wir bieten sie Ihnen. Nein, mehr gibt's nicht. Den werde ich zeigen. Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren, werfen Sie einen Blick auf Enoch, den Mann mit den 2 Gesichtern. Wie oft noch, Sickles? Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass Sie ihn rechtzeitig vor der Vorstellung in seinen Käfig sperren sollen? Ja, gewiss, Mr. Feely. Ich weiß auch nicht, wie er da rausgekommen ist. Es wird nicht wieder vorkommen. Das versichere ich Ihnen hiermit sogar, Mr. Sickles. Wenn es das nächste Mal wieder passiert, dann werde ich mich mit dem größten Vergnügen mit Ihnen über den vorzeitigen Ruhestand Ihres verblüffenden Enoch beraten. Also, einen Moment mal, Mr. Feely. Ohne mich und Enoch sind Sie nicht besser als jede beliebige Jahrmarktschau.
Nur durch ihn sind sie allen anderen überlegen. Enoch ist was Besonderes. Enoch wird schon bald sterben. Haben Sie allen Ernstes geglaubt, Sie könnten den Arzt bestechen, damit er es vor mir geheim hält? Aber nicht doch. Offenbar ist Ihre Missgeburt hier nicht der einzige mit zwei Gesichtern. Nicht wahr? Nein, Sickles. Das Leben Ihres gottverlassenen Brötchenbringers geht langsam, aber sicher einem gnädigen Ende zu. Also sagen Sie mir bitte nicht, wie sehr ich Sie brauche. Natürlich arbeiten wir so lange wie möglich mit ihm. Ein Monat, eine Woche. Aber solange Sie sein Herr und Meister sind, solange bin ich Ihr Herr und Meister. Und Sie tun, was ich sage. Haben Sie verstanden, Mr. Sickles? Sehr unartig, Enoch. Hast du gehört? Sehr unartig. Sehr unartig. Unartig. Sehr unartig. Enoch ist was Besonderes. Was Besonderes. Wie ich sehe, bevorzugen Sie eine einfache Unterkunft. Wer sind Sie? Wie kommen Sie hier rein? Durch die Tür, Mr. Sickles. Nennen Sie mich unkonventionell. Ich glaube, ich werde jetzt die Polizei rufen. Oh nein, ich glaube, das sollten Sie lieber nicht tun. Nein, warum nicht? Weil ich, Mr. Sickles, für Sie die Rettung bin. Deshalb. Dr. Zachary Kling, zu Ihren Diensten. Bitte. Bitte. Ich wollte Sie doch nicht beim Essen stören. Zu Ihren Diensten haben Sie gesagt. Was für Dienste werden das wohl sein? Reden wir nicht drum herum, Mr. Sickles. Ich habe zufällig Ihre kleine Differenz mit dem Besitzer mit angehört. Offenbar sind Ihre Tage in diesem Unternehmen gezählt. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich täusche. Na und wenn schon? Nun ja, wie der Zufall es will, habe ich kürzlich eine Anschaffung getätigt. Eine Anschaffung, von der wir beide profitieren könnten. Ich hoffe, Sie verstehen. Was ist das für eine Anschaffung? Spielen Sie Karten, Mr. Sickles? Hin und wieder? Was mich betrifft, so muss ich Ihnen eine gewisse, sagen wir mal, Leidenschaft für Glücksspiele gestehen. Kürzlich habe ich in St. Louis gegen jemanden gespielt. Und wie sich zeigte, war das ein Mann, der durch zwei Eigenschaften herausragte. Erstens, dass er von Beruf Archäologe war. Und zweitens, dass er absolut nicht pokern konnte. Als ich dann zeigte, dass dieser Herr mir Geld schuldete, eine ganz erhebliche Summe, die er streng genommen gar nicht hatte, da wurde es unumgänglich, dass er mir etwas Gleichwertiges gewissermaßen als Sicherheit hinterließ. Ihr Name ist Myrana, Mr. Sickles. Obwohl mir Myrna besser gefällt, finden Sie nicht? Eine ägyptische Sklavin, wie mir erklärt wurde, mit 16 lebendig begraben, weil sie dem Pharao nicht zu Willen war. Ein ziemlich hoher Preis dafür, dass sie die Unnahbare spielen wollte, nicht wahr? Nie hatte sie Gelegenheit zu lieben, nie Kinder zu bekommen, nie ein normales Leben zu führen. Es ist schon traurig. Sie gehört Ihnen mit einer 60-40-Beteiligung, einverstanden oder nicht? Und was ist der Witz daran? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Offenbar geht's darum, die Leute für dumm zu verkaufen. Aber das machen Sie nicht mit mir. Wieso brauchen Sie mich dazu? Warum gehen Sie nicht direkt zu Feely? Mr. Sickles, wie ich Ihnen vorhin sagte, bin ich Berufsspieler. Ich spiele, um zu gewinnen, und Gewinner machen sich Feinde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Offen gesagt, ich muss mich für eine Weile bedeckt halten. Je weniger meine Verbindung zu dieser Jahrmarktschau bekannt wird, desto besser. Und was ist mit dem Schmuck? Oh, vollkommen wertlos, Mr. Sickles. Das ist bloß ein Requisit. Sie könnten sich ja
als mein Agent betrachten, wenn Sie möchten. Ich finde, eine Provision von 40% ist mehr als angemessen. Vor allem angesichts Ihrer gegenwärtigen ungünstigen Situation. Gut. Lassen Sie uns darauf trinken, ja? Oh, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Bitte kommen Sie, meine Damen und Herren, treten Sie näher. Diese äußerst lehrreiche Ausstellung sollten Sie nicht versäumen. Ja, nur hereinspaziert. Bitte kommen Sie, treten Sie näher. Myrna, die Mumie! Und wir haben noch vieles mehr zu bieten, was Sie in Erstaunen versetzen wird. Bitte kommen Sie, besuchen Sie... Ihre 60%. Ich danke Ihnen. Schon die gut. Vorstellung beginnt in diesem Augenblick. Hier ist Myrna, die alte ägyptische Mumie. Hier ist die Mumie Myrna. Myrna. Bitte halten Sie Abstand vom Feuerschlucker. Samantha! Komm her! Komm her! Hier! Samantha, komm sofort hierher! Was fällt dir ein, da reinzugehen? Tu das nie wieder! Enoch, warst du wieder ungezogen? Ungezogen? Was hast du denn da? Gib mal her. Ich sagte, gib mal her. Gib schon. Als wärst du scharf auf diesen alten Knochensack, hä? Du jämmerliches Nichts. Du möchtest wohl eine Familie haben, was? Hab ich recht? Ein normales Leben führen. Ein normales Leben! Eine Familie!
zwei wertvolle ägyptische Mumie gestohlen. Sehen Sie nur, treten Sie näher. Gleich beginnt eine neue Vorstellung. Mit Fortuna sollte man nicht streiten. Habe ich recht? Wir müssen miteinander reden. Nur noch ein paar Runden, Mr. Sickles. Nein, sofort! Bitte entschuldigen Sie mich, meine Herren. Na, wird's bald. Hier, gehen Sie hier rein. Nun erklären Sie mir das, Doktor. Natürlich sind Sie aufgebracht. Sie haben jedes Recht, aufgebracht zu sein. Diese Mumie haben Sie doch gar nicht gewonnen. Sie haben sie von einem Schiff in New Orleans gestohlen. Weswegen? Wegen der Halskette? Was sonst sollte ich mit einer 4000 Jahre alten toten Frau anfangen? Warum haben Sie nicht einfach nur dieses verdammte Ding genommen? Sie werden das nicht verstehen. Es gibt da einen Fluch. Sie wollen mich verschaukeln. Nein, es ist wirklich wahr. Wer den Versuch wagt, sich die Halskette zu nehmen, der wird verstümmelt. Verstümmelt? Wieso? Sie wissen schon, dass man sich nicht mehr fortpflanzen kann, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie meinen, wer es wagt, sich ihren Schmuck zu holen? Verliert seine Mannestier? Ja. Danke. Ich versuche trotzdem mein Glück. Nein, warten Sie, Mr. Sickles. Sie haben mir nicht zugehört. Ich hatte jemanden geschickt, der die Kette holen sollte. In der gleichen Nacht habe ich ihn gefunden. Und er war kastriert. Ein Jammer, dass das nicht Ihr Vater war. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Mr. Sickles! Gott, Sickles. Setz dich auf den Stuhl, Jungs. Macht schon. Noch 20 Minuten bis zur Vorstellung. Kommt. Den werde ich zeigen. Enoch, mein Junge. Du bist wieder mal rausgekommen aus deinem Käfig, nicht wahr? Und diesmal warst du ganz besonders ungezogen, habe ich recht? Ja, armer Dr. Kling. Myrna, meine Süße. Ihr beide werdet ein Traumpaar, habe ich das schon gesagt? Dann wollen wir mal. Also. Na komm, Myrni, gib schon her, Süße. Ach, komm, lass endlich locker. Willst dich schon wieder verweigern, ha? Und nun, hochverehrtes Publikum, präsentiert Phyllis Missgeburtenschau mit großem Stolz. Eine ausgesprochen seltene und beunruhigende Kuriosität. Den verblüffenden Enoch, den Mann mit den zwei Gesichtern.
Oh, der Käfig ist ja leer. Was soll das bedeuten? Der ist ein Betrüger. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gesagt. Komm, mach das Licht aus. Na los doch! Unverschämtheit. Ich will mein Geld zurück. Ich auch. Lassen Sie mich lieber Ihr Augenmerk auf unsere Hauptattraktion lenken. Aus dem fernen Ägypten stammt sie, aus dem Tal der Könige. Ihr Grab war tief in die Berge gemeißelt, die am Ufer des altehrwürdigen Flusses Nil stehen. Im Innern eben dieses Grabes erzählen Hieroglyphen eine furchtbare Geschichte. Einst als junges und hübsches Mädchen weigerte sie sich, dem Pharao zu Willen zu sein und wurde zum Tode verurteilt. Einbalsamiert und mit Binden umwickelt, wurde sie lebendig begraben und in eben diesem prächtigen Sarkophag beigesetzt, der für rund 4000 Jahre ihre letzte Ruhestätte war. Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen hiermit Myrna, die ägyptische Mumie. Das darf doch nicht wahr sein. Sie haben die Polizei. Komm, so ist brav. Weiter. Ich suche Mr. Feely, den Besitzer. Ach, Mr. Feely? Ja, Ernest Feely. Ah, ja, er ist gleich da drüben. Da, vor dem Wohnwagen. Da drüben, ja? Danke. Sind Sie Ernest Feely, der Besitzer? Ich bin Sheriff Hex. Also, falls es um die Genehmigung geht, ich habe eine. Ich versichere Ihnen... Nein, es geht nicht um irgendeine Genehmigung. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Mr. Feely, Sie werden sich vielleicht nicht an mich erinnern, aber wir haben uns voriges Jahr kennengelernt, als Sie mit Ihrer Jahrmarktschau hier waren. Sie hatten damals gewisse Unannehmlichkeiten. Ja. Ich habe meine Ausstellungsobjekte bis heute nicht wieder. Nun ja, aus diesem Grund bin ich hier. Es gibt etwas, was ich Ihnen zeigen möchte. Ein Junge aus der Gegend hier hat zufällig diese Höhle entdeckt. Als er sah, was sich darin befindet, hat er uns sofort geholt. Mr. Feely. Großer Gott. Diese Geschichte macht mich ganz mürbe. Aber ich war schon ein süßes Kind der Liebe, nicht wahr? Was Enoch und Myrna angeht, so ist euch jetzt sicher klar, woher ich mein gutes Aussehen habe. Der mit den zwei Gesichtern war mein Daddy und die Mumie war meine Mami. Ach, hätten Sie doch nur lang genug gelebt, um zu sehen, wie ich ein Star werde. Wir hatten nicht einmal Gelegenheit, miteinander Hinrichtung zu spielen.